Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kurzes Intro, damit ihr wisst, was jetzt hier gleich passieren wird. Und zwar FNCS Finals Chat, das ist das größte Fortnite-Turnier, was es momentan gibt. Also wenn es keine WM gibt, dann ist es das größte Turnier. Also es ist ein Preisgeld von 1,5 Millionen Dollar, wird aufgeteilt. Der erste kriegt 300.000, der zweite 200.000, irgendwie so. Ihr werdet es im Video 100 Mal sehen, ich zeige es da immer, wie viel wer bekommt. Zwei meiner E-Sportler, Focus Karma und Focus Vortex, sind im FNCS Final, da sind die 100 besten Spieler aus Europa. Es war ein harter Weg dahin, dass die Jungs sich dafür schon qualifiziert haben. Da bin ich stolz auf die. Zwei von drei E-Sportlern haben es geschafft. Das ist sehr cool. Ich wünsche denen alles Gute für das Turnier. Wenn ihr das Video seht, ist heute Abend das große Finale. Am Samstag waren 6 Spiele und Sonntag sind 6 Spiele. 6 Runden. Weil alle 12 Runden werden zusammenaddiert und dann gibt es einen Gewinner und mehrere, einen Gewinner und mehrere Platzierungen halt. Die Punkte werden zusammengerechnet. Im Discord waren Amar, Sydney und ich. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir haben eine Viewing-Party daraus gemacht, weil es halt sehr wichtig ist, auch für mich, da ich einen E-Sport-Verein habe und die E-Sportler da unter Vertrag sind, ist es auch wichtig für Focus gewesen, dass die Jungs da performen oder dass die Jungs sich qualifiziert haben, ist schon cool. Das gibt auf jeden Fall sehr nice Vibes, sage ich mal. Lasst ein Like auf das Video da, Chat. Das pusht den Algorithmus immer sehr. Also so ein Like bringt mir wirklich sehr viel. Lasst ein Abo umsonst da, Freunde. Die 1 Million ist gar nicht mehr so weit weg. Noch 250.000 Follows fehlen. Vielleicht schaffen wir die dieses Jahr noch. Wäre auf jeden Fall krass, wird aber schwer. Genau, erster Teil und der zweite Teil kommt morgen sozusagen online, wenn das zu Ende ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, heute ist das große Turnier-Chat. Das Turnier, worauf die alle hinschwitzen, die ganzen Knechte. 1,5 Millionen Euro Preisgeld. Ist heute Finale? Naja, also es sind 2 Spieltage sozusagen. Die Punkte von heute gehen für morgen auch. Du sammelst heute Punkte auch für morgen. So, das hier sind die Regeln. FNCS Season 19 anscheinend. Victory Royale 4 Punkte. Also du kannst gar nicht so viele Punkte sammeln anscheinend. Warte mal. Du musst die alle zusammenzählen. Ach so, okay. Ab Top 35 kriegst du Punkte, Ton. Gibt's immer einen Punkt mehr. Immer einen Punkt mehr. Und ab Top 3 gibt's 2 Punkte mehr. Und pro Kill 3 Punkte pro Kill-Chat. Das ist riesig. Preispool. Das interessiert wahrscheinlich auch die meisten hier. Der Erste bekommt, also das ist durch 2 geteilt. Der Erste bekommt 300.000 Euro. Player Earnings. Also 150.000 pro Kopf. Der Zweite bekommt 200.000. Also nochmal wichtig, pro Spieler 100.000. Hier pro Spieler 150.000. Der Dritte bekommt noch 75.000. Der Vierte kriegt 60.000. Der Fünfte kriegt 50.000. Der Sechste kriegt 40.000 pro Kopf. Der Siebte bekommt 30.000. Der Achte 20. Der Neunte 15. Der Zehnte 10.000. Der 15.8. Bruder, hier gehen alle mit Earnings raus. Also nicht schlecht. Hier 750 ist natürlich ein bisschen bitter. Hier seht ihr, wer wo landet. Das gibt's auch interessant. Alle wissen, wo wer landet. Das ist von vornherein klar. Karma, also hier, es gibt 2 E-Sportler von Focus. Um die geht es hier auch heute hauptsächlich. Karma und Bubak. Karma ist von Focus, Bubak, keine Ahnung. Und Yannis Z und Vortex sind sogar relativ, sie gehören zu den Favoriten. Hier werden wir immer einen Fight haben. Noah und Aqua gegen Ju und Stompy. Die landen beide dort. Sonst ist es nicht so oft der Fall, dass Teams relativ nah aneinander landen. Alex, COD und Andy haben den Spot von mir und Eldos damals genommen. Reason und Vadial landen hier. Es wird unten rechts, Edi. Wer ist unten rechts? Was ist hier? Hier, zack, guck's dir an. Da, das war mein Spot. Das haben die von mir, Chat. Ich hab dir meinen Dropmap gegeben. Ich ruf Karma an. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ja, geht's gut und selbst? Ich höre die Tastaturen klippern und das gefällt mir. Wie fühlst du dich? Ja, ist gut. Ich bin ganz klein ein bisschen müder. Ich trinke jetzt die Cola und den Kopfschmerztablett und alles gut. Bist du nervös? Nee, es geht. Also gerade gar nicht. Okay, geh rein in den Tunnel, ne? Geh rein in den Tunnel. Hörst du währenddessen immer Musik? Beim Spielen nicht, beim Einspielen manchmal ja. Okay, geh in den Tunnel. Du redest Englisch mit ihm, ne? Mit deinem Mate. Ja. Vielleicht nochmal vorher ins Vokabel. Buch gucken. Kam heute, ist wirklich wichtig, ne? Du kannst das. Nicht direkt brechen lassen. Selbst wenn die ersten 2, 3, 4, 5 Runden nicht funktionieren. Nicht
brechen lassen. Ja, es gibt eh noch einen zweiten Tag. Genau, das ist es. Du kannst das, du bist ein guter Fragger, spielt euer Spiel. Und es ist wichtig, ich habe die Tabelle vor mir. Selbst, also, es ist ein Riesenunterschied zum Beispiel, ob du Achter wirst oder Zehnter. Das hört sich vielleicht nicht so groß an, aber es sind 10.000 Euro Unterschied. 10.000 Euro, dafür gehen Leute ein halbes Jahr lang arbeiten. Damit du das, auf oder 20. und 25. und nee, ob du 30. oder 35. wirst. Das ist, okay. Ja doch, das sind auch ein Unterschied. Also bleib dran, jeder Punkt zählt. Jede Placement Points. Verlieren kann ich eh nichts. Genau. Im schlimmsten Fall sammelst du Erfahrung. Ich bin jetzt schon stolz, dass du dich qualifiziert hast und du machst dein Ding. Spiel weiter. Auch mal, ne? Mach es. Ich will nicht weiter stören, geh in den Tunnel. Schau nochmal ins Vokabelheft. Mach ich. Okay, ciao. Tschüss. Vortex. Weiß ich nicht, ob der Mann rangeht. Ich glaube, Vortex ist im Tunnel-Chat. Ich glaube nicht, dass er rangeht. Lass mich nicht hängen, Vortex! Er ist am Fringen. Hallo? Hi. Jungs, ich bin heiß wie Frittenfett. Und ich bin auch sehr heiß auf eine ganz dicke Pferde. Ja, danke. Ich bin schon seit einer Stunde, glaube ich, am Überlegen. Pferdewette? Ja. Wie machen wir es? Und ich will richtig reinbuttern, ne? Na, aber ich kenne mich da noch gar nicht so gut aus wie ihr. Oh, jetzt hat er plötzlich die kleinen Eier. Mir ist es egal, wer anfängt, um ehrlich zu sein. Weil heute sind wir hier zu dritt. Das ist unsere gemeinsame Viewing-Party. Und deswegen, ich will mir heute nicht das Recht nehmen, als erstes zu picken. Mir ist es heute relativ egal. Weil am Ende des Tages weiß ich, dass mein Pferd am schnellsten und weitesten hoppeln wird. Digga, ich muss doch hier mit Fokus gehen. Ich hab sogar Bock auf zwei Pferde oder so. Also, ich hab hier, also viele schreiben, sagen hier Kami und Teak anscheinend. Ja. Vortex und Jannis. Mhm. Tus und Putrik. Auch stark. Er heißt aber Gambit Fuß, aber ja, okay. Gambit Fuß, ja. Aber nur heute, ne? Nur heute erstmal. Nur heute, um 100 Subs. Bruder. Ja. Der letzte an den ersten? 350. Was? Was ist? Nein, Digga, was seht ihr denn, Digga? Wie viel Geld macht ihr denn? Gibt es irgendwelche Elevate-Auszahlungen, von denen ich nichts weiß? Ich nehme Vortex und Jannis, weil ich Team Focus bin. 100, ja? 100 Gift-Subs. Letzter an den ersten. Ich nehme Vardia and Reason. Ankon. Ich nehme Aqua und Noah. Let's go, Jungs. Wir haben alle deutsche Pferde. Das ist geil. Amar, das ist das wichtigste Turnier, was es bis jetzt gab, ne? In diesem Jahr. Es ist das allerwichtigste insgesamt, glaube ich. Also, Real Talk, es gab selten so viel Preisgeld. 150.000 pro Nase für den ersten. Das ist geistesgestört. Ich glaube, es gibt in dem ganzen FNCS so 5 Teams, wo ich sage, oh mein Gott, wie bitter. Ist scheißegal. Brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Digga, was haben die für Loot? Warum hat denn der Benzin mit? Was haben die für Loot? Das Ding ist durch. Oh. Boah, und wenn mein Mate da immer so ein bisschen choken würde, ich glaube, da gehen doch safe Freundschaften kaputt. Kannst mir doch nicht erzählen, Digga. 100%. Stell dir vor, du machst irgendeine dumme Scheiße und deswegen kriegst du so, weiß ich nicht, 40.000 weniger oder so. Der sich gerade eben nicht eingebaut hat da. Mergin war das, glaube ich. Guck mal, die werden gepusht. Was ist nicht gut. Ah, noch von Vortex, ja, das nicht. Also, ja, das müssen die eigentlich gewinnen. Echt? Die gehen rein. Was ist das? Reason. Geh rein da. War die alles G-Crack. Wow. Muss runter auf Logo. Wow. Die haben aber super viele Mets, super viel Heal. Das ist einfach wow. Hört auf zu fighten. Ja, okay, sind die ein bisschen nervös für deine Pferde? Ja, was fighten die so viel? Die haben doch schon ein Kill. Achso, ja. Oh, die werden gespeeft. Aqua hat ja fette Erfahrung, ne? Ich glaube, der ist nicht so nervös. Nervosität ist immer da. Komm, hol ihn dir. Let's go. Hau doch Minis. Oh, cool. Warum hat der Minis nicht vorher eingehauen? Weil der Typ pressured. Oh, Storm Surge ist an. Die sind im Off. Der Hit geht rein. Ja, yes. Ja, das ist es. Das Ding ist durch. Und ja, die werden genervt von hinten. Die sind eklig. Das war's. Ja. Yes, baby. 9 Punkte, Digga. Aber das ist auch geil von denen. Sag ich doch auch GG, Digga. Die gehen hier mit 3 Kills. Die sind Fragger. Digga, es sind 18 Leute gestorben in dieser Runde und die haben 3 Kills davon gemacht. Guck mal, Aquan hat Stress. Oh, Aqua down. Oh, nur One Shot. Digga, was ist mit meinen FPS, Digga? Was ist mit meiner Cam? Am Arm nervös. Nein! Oh, Amar geht hier schon mal. Amar Stress. 0 Punkte, ne? Die haben mir auch keine Placement Points geholt. Alles gut, Jungs. Ich belief trotzdem in die Jungs. Aqua Noah dead. Back. Hijo und Belusi down. Durch Karma. Das sind doch die besten Bubank. Bubank Fokus Chat. Meine Fresse, die reden da auf Englisch. Ich hab Karma gesagt, ihr sollt nochmal ins Vokabelheft gucken. Guckt euch mal die Zone an, Digga. Es leben noch 70 Leute. Sehr aber nice. Aber 9 normale Splashes. Jumphead, alles. Die haben sehr nice Salut, Jungs. Ihr macht gleich die ersten Placement Points. Macht einen ruhigen. Hast du aber schon mal vorher in FNCS geguckt? Nee. Tatsächlich noch nie. Mein erstes Mal mit euch beiden. Ich hab mein erstes Mal mit euch beiden. Blutest du? Nee, ich bin. Ich hab schon. Nee. 58 Leute Live-Chat und wir sind kurz vor der ersten Edge-Zone. Heute werden 6 Games gespielt, morgen werden 6 Games gespielt und die beiden Fokus-Teams.
Sie kämpfen gegeneinander, die Vollidioten. Karma schießt gerade gegen Vortex, Digga, ohne Sinn. Easy down. Easy und Hand down. Jannis muss gleich noch rotieren. Ich bleib mal kurz auf Jannis drauf, Chat. Jannis Z, bitte zeig's mir. Amar wechselt ihr immer hin und her. Chat, ich bin es nicht. Sydney und ich gucken Amar seinem Discord zu. Aber heute noch. Ist super Qualität. Reicht noch nicht für mehr. Hab ich mich. Eli, ne? Was ja, ja, heute ist gut. Ich habe Amar aber auch gesagt, Digga, der soll Vodafone anrufen und sagen, die sollen sich straffen. Das Coole ist, ich kann zwischen den beiden deutschsprachigen Teams gerade hin und her switchen. Karma holt sich Benji. Du bist der beste Karma. Oh. 6 Punkte, ich wollte erstmal auf den gehen, ne? Aber ich dachte mir, scheiß drauf. Aber gleich wird's wichtig, Digga. Es leben noch 46 Menschen. Fokus Vortex geht nach oben, guckt dir den Highground an, er guckt sich an. Straight rein auf Flugball, Switch, aus. Fokus Vortex tut sich die ersten 3 Punkte, insgesamt 9 Punkte. Sein Teammate ist Jannis Z. Jannis Z, einer der besten Spieler in Deutschland. Guckt euch ganz genau an. Fokus Vortex holt sich jetzt den Highground. Sie tört ihn hin und her. Fokus Vortex fällt runter, aber er wohnt sich gut ein. Jetzt ist er oben. Fokus Vortex holt sich den High, Jannis mit dem High, haben White Pick. Kleines Special für zwischendurch. Hat noch nie jemanden geschadet. Sie gucken sich's an. Ich wiederhole, 42 Leute noch in der Lobby, 42 Leute in der Lobby. Sie haben Highground. Eine super Position. 7 Splashes, Chat, 7 Splashes, 407 Munition für die SMG. Sie hauen sich Chitties ein, damit sie jetzt gut rotaten können. Guckt euch an, gute Edits, zack, 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 zack. Ein Wimpernschlag und man verpasst es, gute Mets. Ich call the Mets, sie haben noch 41 Spitz. 41 Spitz haben immer noch den High. Ich wiederhole, sie haben noch den High. Unter ihnen keine Gegner, sie haben aber gute Position. Gute Positions. Fokus Vortex, weiter da rein, gut, gut, nichts geht durch und wartet, jetzt werden wir gespottet. Oh. Okay, kleiner Lag zwischendurch, alle mal kurz ruhig bleiben. Die haben Kill gemacht! Ne, warte. Jannis hat den Kill gemacht. Jannis mit dem Kill, Fokus Vortex jetzt insgesamt mit 17 Punkten, 17 Karma Punkte. Karma dead, okay, weiter geht's. Sie haben noch 5 Splashes, sie sprayen rein. Sie haben jemanden im Visier, 17 sprayen beide rein, haben nicht mehr den Highground, glaube ich. Oben über ihnen sind Wayfart, ja, Wayfart, ja, ist runtergesprungen. Sie töten weiter. 30 Leute sind noch im Leben, ich bekomme gleich hier keine Luft mehr. Aber es geht weiter. Die sprayen rein, gute Hits, sie müssen da rein, nichts passiert. Die schießen weiter von oben runter, gute Hits, und sie haben den Kill, Fokus Vortex mit dem Kill. Gleich macht die Zone den Dead und er kriegt 50 Leben. Jannis smasht ihn. Digga, das sieht unglaublich aus, die holen den Win, meine Fähne holen den Win-Chat, das sind meine Jungs. Sie töten okay, sich weiter ein. Ach du Scheiße, Digga, wer ist denn da oben? Ananas ist oben, Top 15. Reason Dead, nein, Titan. Genug Zeit zum Atmen gehabt, weiter, Eli, weiter. Sie töten nach oben, sie dürfen jetzt nicht zu viel wollen. Er holt sich den Hai, Fokus Vortex holt sich den Hai, Jannis holt sich den Hai. Sie haben schnelle Finger und sie sind ganz oben, sie haben die Zone, sie sind ganz oben. Unter ihnen mehrere Feinde, sie könnten von oben runter sprayen, sie haben 184. Nee, warte mal. Sie haben noch 5, 13 Builds. Sie können, wenn sie es clever ausspielen, können sie es machen. Sie haben 2 Kills. Gebt ihm ein bisschen Munition. Er hat die Munition gegeben, sie sprayen von unten rein. Wayfart Guy mit keinem Green Life mehr. Wayfart Guy kann eventuell zurück zu Sophia in die Lobby. Sophia ist da vielleicht mit dem Bluthochdruck. Nichts passiert. Warte, sie holen noch Highground. Es passieren keine Kills. Top 10 Situation. Digga, die holen wirklich die erste Runde. Ich krieg einen Rappel. Vortex ist meiner, Chat. Guck, das ist mein Pferd. Sie machen mich so stolz. Und ja, lebt auch noch. Ich lieb dich. Scheiße. Andi unten fast tot. Sie sprayen ohne Ende rein. Wave Guardial down. Digga, sie holen den Win. Fokus Vortex. Sie sind Top 5. Top 5 Situation. Die Pferde von mir. Digga, scheiß mal auf Pferde, Bro. Das ist deutschsprachiges Go, dass ich jetzt gerade den ersten Win hole. Digga, die Jungs sind so Macher. Und die holen sich den ersten Win, meine Pferde, Chat. 100 Gift-Subs. Sie haben's, mach den Sub-Chat aus. Fokus Vortex, guckt ihn euch an. Er ist der Beste. Scheiß auf die scheiß Pferde. Also, 3 Fokus. Digga, das sind 50 Punkte. Wie sollen die denn 500 schaffen? 10 solche Runden, ne? 3 Wins. Wie viele Kills haben die gemacht? 6 Kills, Digga. Das kann nicht sein. Jannis ist so ein Macher, ne? Der hat einfach deinen Vortex genommen und ihn geteacht. Er hat ihn genommen, wie ein Sensei, ihn auf den Schoß gepackt und hat ihn geteacht. Verstehst du das? Direkt in die Standings. Ah, scheiße. Ich glaube, wir sind ein bisschen delayed, oder? Ja. Ah, egal, ich lasse nur die Top 10 offen. Erste Runde, erster Tag. Erster Platz ist Fokus Vortex, der eine richtig geile E-Sport-Orga hinter sich hat. Und gilt Jannis, der nicht so eine geile E-Sport-Orga hinter sich hat. Warte mal ganz kurz. Gut, zweiter Platz? Wurden die? Die haben ja auch 50 Punkte. Was denn das?
8 Kills haben die gemacht. 8 Kills, zweiter Platz, auch 50 Punkte. Dritter Platz, Alex COD und Andy. Ich kenne halt die Nationalitäten nicht. Vierter Platz, Bad Sniper und Mickes Dickes. Auf der 5, aber auch stark. Reason und Vadial auf der 5 mit 39 Punkte. Das ist das Pferd von Sydney. Mein Pferd ist erster, Sydneys Pferd ist sozusagen auf der 5 und Amars Pferd ist ganz weit unten. Null Punkte. Ja, alles gut. Null Punkte ist hart. Wir gehen in die zweite Chat. Zweite wir Runde. Wir gehen in die zweite Runde. Zurück in die Lobby. Hier, Mickes Dickes. Was macht der da? Digga, waren die nicht zweiter gerade? Das ist wirklich Quatsch. Okay. Ja. Du bist ja auch schon so gut. Was? Er macht das Wort wie zu Halsmaul. Was? Clement, Flukito, sit down. Die haben null Punkte. Hinsetzen. Wie oft ist denn so ein FNCS? Also jetzt, jede Season, ne? Alle drei. Ich will einen scheiß World Cup haben, Mann. Digga, es kann sein, dass ich mich da als Banane verkleiden würde und dahin fahren würde, ne? Sei ich ehrlich. Kann sein, dass ich da in der zweiten Reihe stehe. Oh, Bubak mit dem Kill. Bubak! Aber stellt euch jetzt mal vor. Ich liebe den Jungen, Digga. Bubank ist der Mate von Karma Chat. Nein. Karma Bushi, Karma! Und er jetzt will ich hören, jetzt will ich hören, wie die schreien. Auch. Und er kann ihn hochholen. Ist das geil. Jede Earnings, die bekommen, 50% davon in meine Tasche rein. Das wissen sie noch nicht. Ist kleingeschrieben unterm Vertrag. Bei Sydney steht zum Beispiel drin, 70% seiner Subs gehen an mich. In kleingeschrieben auf Seite 70. Kann gut sein. Kann gut sein. So ein Knebelvertrag. Jetzt auch nochmal mit Amazon rein haben. Da sieht man dann halt, wer wirklich sehr doll aktiv auch ist. Und da ist der nächste Kill. Achso, nee, das war ja scheiße. Ein scheiß Vogel, Digga. Oh Gott. Lecce tot. Wir stimmen. Was? Nein. Lecce ist der einzige Controller-Spieler, ne? So gut wie, ne? Wer ist noch Controller-Spieler-Chat? Oh, Janis mit einem Kill auf Setti. Wer ist in Wave U? Oh, Janis mit dem nächsten Kill, Digga. Guck mal. Janis ist so ein IGL. Guck mal den IGL an. Bubak down. Ah, alle Pferde leben noch. Nein, ja, Bubak down von Falken Andilex. Fokus Karma noch mit dem Kill. Fokus Karma Kill? Geil. Geile drei Punkte. Ein Pferd. Akku ist ein Kill. Weißt du, was übertrieben schwer ist? Dass jetzt Storm Surge an ist, Digga. Was ist das? Digga, einfach jetzt Storm Surge, Digga. Die müssen rotieren und fighten. Ich wäre so überfordert. Lass die machen, die Digga, Jungs, ich bin überfordert beim Zugucken. Wer ist das? Karma Kill. Und dann wurde er gekillt. Scheiße. Vortex dead. Karma hat einen Kill gemacht und ist dann gestorben. Warum sind die so gut? Die sind einfach brutal. Das ist ein Controller-Spieler. Digga, das ist ein Controller-Spieler? Wie tat der denn? Fully peace. Schade. Reason und Buddy, halt noch alive. Vortex ist noch am Leben, Chat. Vortex ist noch am Leben, oder, Chat? Karma, nee. Oh nein. Beide tot. Aqua lebt, glaube ich, noch. Wir müssen jemanden killen. Komm mal von oben. Warte, der ist One-Shot. Boah, die sind tot. Malibuka noch alive? Vandial dead. Stoppi! Digga, was geht da ab? Wo ist Reason? Reason ist noch am Leben. Sicher? Ja. Ich sehe nicht. Da ist er doch. Reason lebt noch. Zeigt uns Rezon. Oh nein! Er war ein bisschen zu langsam. Gut. Boah, er braucht Netz. Alter. What? Oh nö. Das ist so nervig, wenn die so... Er wird mitgesplashed, korrekt! Nein. Reason tot. Top 5. Cool. Top 5 ist richtig krass. Boah, wer holt sich das Ding hier? Wer ist denn das? Alle tot, ne? Alle Deutschen tot. Alle Deutschen leider tot. Aber wir haben eine 2 gegen 2 Situation. 2 im Lowground, 1 im Highground. Oder, also eigentlich müsste der ausverkauft sein. Karmi auf dem Highground. Achso, der ist immer noch da. Nein. Sweezy, dead. Aber da liegt noch Christian Dior. What? Habt ihr das gerade gesehen? Wer ist Fritzuscha? Die haben gewonnen. Ja, die haben gewonnen. Die machen 7 Kill-Win. Aber wie viele waren die vorhin? Was macht denn der? Die haben Win. Oh, peacefully cheese. Aber das Ding ist durch. Ja. Flash dich. Ja, nice. Und Pablo Bingo ist down. Die haben ihn aber nicht angehittet. Und jetzt hätten sie ihn an. Und Friuska mit alleine 7 Kills. Was Digga, er hat 7. Sein Partner ist ja sowas im Rucksack. Digga, guck mal, erster und zweiter sind Deutsche. Das ist so geil. Bro, wir haben 11 deutschsprachige Duos. Zeig mal bitte ganz kurz. Ich muss kurz Karma sehen. Ich muss das sehen. Und Karma auf der 21. Ist aber nicht schlecht. 21 ist nicht schlecht. Kami und Teak, nur 23. Ja, alles gut. Ich nehm auch von Janis dann die Prozente weg, wenn Vortex hier was holt. Ja, wie schlau. Ich find's auch so krass, was die immer für schlaue Sachen machen. Ja, Mann. Und das Ding ist, die sind 15 oder so. Warum können die alle so schlau sein? Ich hab jetzt wieder dead. Vielleicht musst du gleich das Ding tot, so ohne Wissen. Ich hab alles. Ich hab schon. Der ist kaputt. Warum landen die denn beim gleichen Haus? Auf so full random. Seid ihr deren Fans, oder wie? Ja. Nee, aber die sind gut.
Die sind richtig gut. Die hätte man als Pferde nehmen können. Oh, guck mal. Die tanzen. Ich weiß doch, das erste Mal, wo ich Sydney. Ich glaube, das war Vanial Dings. Wie heißt nochmal? Wie heißt denn das? Was denn? Kennengelernt hab. Nee, wie heißt das? Vermittelt. Vorgestellt hab, du Vollidiot. Vermittelt, Digga, ja. Was denn das? Sydney, war bist du ein Fanboy? So nervös! Nein, das war in der Viewing Party und da kam den Reason in den Call kurz rein. Und dann habe ich ein Bild von dem gesehen und dann dachte ich, ach du Kacke, was ist denn jetzt los? Aber der ist Willi ja 12. Willi und Sydney, beide so trocken, Alter, so durch Fans. Willi, Reason war gerade im Call. Du hast regelmäßig mit Fußballstars zu tun und freust dich, wenn du mit Jungs am PC was spielst. Freunde, weiß ich nicht, ob so ein Karim oder Timo Werner Earnings oder so haben. Die, mit Karim und Timo werde ich nicht die Lobbys aufmischen können. Das geht nicht. Ganz ohne Marsch. Buban, Karma, Down. Ich krieg einen Rappel. Oh, oh nein. Bubak und Karma, Down, Chat. Die waren nicht schlecht dabei, die waren 21. Oben links, seht ihr das? Top 15 wäre super. Aqua, Down. Oh. Boah. Nur auch da. Naja, Rayleigh auch dead. Amar hat Stress. Wisst ihr, was das Dumme ist? Ich hätte morgen auf die setzen sollen, weil die sind so ein zweiter Tag. Ja. Weißt du? Mach so morgen dann. Kannst du ja morgen. Mach dann morgen gehen. Einfach. Reason down! Oh. Nein! Fadial dead! Nein! Durch Narco, der Spanier. Fischi. Ja, geil. Immer noch below Search, die kriegen immer noch Schaden. Warum? Die machen zu wenig Schaden. Digga. Oh! Oh, ist down, Chat. Digga, alle Pferde gleich tot. Boah, was? Oh, wichtig. Janis Kill. Boah, das könnte ein Big Refresh sein. Das könnte ein sehr geiler Refresh sein. Fokus Vortex tot. Alter, was ist das für eine Zipline-Action? Let's wasted sehr viele Mats, sie haben nur noch insgesamt 220 Mats. Oh, was machen sie denn da? Was machen sie denn da? Ja, das ist ein richtiger Macher. Oh, oh. Bombi, 5 Hawkwave, Samba, dann für die Subs. Benji hat auf jeden Fall Stress, Chat. Mr. Savage hat sogar noch mehr Stress, der hat nämlich kein Heal. Keine Mats mehr, sie müssen jetzt an der Seite raus. Mr. Savage auch noch irgendwie allein. Okay. Ohne Fullback. Immer noch 24 Leute allein. Und 13 Duos. Was ist krank? Was alles Duos? Digga, ich bin laut. Halt. Guck mal, ich würde da Nerv zusammenbekommen, ne? Wirklich jetzt. Oh ja. Keine Mess. 20 Leben, was soll ich jetzt haben? Und ist hier den Finish? Nee. Jawohl, check den Finish! Niemals. Oh mein Gott, was liegt da alles? Nein. Top 10. Ja, die hätten so viel Loot gehabt. Top 10 Tasten auch noch Solo Set. Tayson Solo und Pink und Ananas auf dem High Ground. Das könnte ein Krieg sein. Kami der Pole auch noch allein. Geht rüber. Kami der Pole. Ja. Mongal hat sich nicht qualifiziert, Chat. Die haben ja so einen Luck. Alle kennen Mongal, aber das ist mittlerweile ist anscheinend wirklich nicht mehr einer der besten. Der Pole ist so ein Logan Warrior. Die liegt da einfach. Diese Polen sind so heftig, Mann. Digga. Guck mal, wie die aneinander sticken an deren Arsch. Digga, die haben so deutlich Mittag in der Hand. Weiß ich nicht. Oh, oh. Halten, mach schwer. Oh, oh. 2v2v1. Box alleine alive. Und Box out. Zwei und damit zwei. Nur noch Pink und Ananas. Oh, der pumpt. Die haben sogar noch Special. Digga, was wird denn das? Gerade für Kami. Heal off. Ja, das ist ein Heal off. Das ist ein Heal off. Und er ist genau. Das macht er gut. Das macht er blendend. Kami und Teak down. Wie schlau, Hilfe. Super krass gespielt. Die hatten aber unten auch keine Mats mehr, um hochzukommen. Das heißt, sie mussten das genauso ausspielen. Oh mein Gott. Hä? Was? Ich hab's dir gesagt, Digga. Ich hab's dir gesagt.
Focus Vortex vor dir. Und das sind gerade Stand jetzt 400 Euro in Manetash. Wo ist denn bitte schön Amars Pferd? Ja, ich guck nach. Alles gut, ich guck nach. Ich guck nach, da ist Super Benji. Noah und Aqua, wo sind sie? Da ist Bubak und Karma. Karma auf der 28, Chat. Aber ich sag euch ehrlich, guck mal, einen 10-Kill-Win, das sind 62 Punkte. Machen sie den, sind sie wieder unter den Top 5. Ich würde so gerne ein Gespräch bei einer Verhandlung zwischen dir und einem E-Sportler sehen. Glaub mir, das willst du nicht. Ihr würdet da Nervenzusammenbruch bekommen. Die haben da nicht mal Sackhaare und die verlangen da Sachen von euch. Du wirst da richtig sauer. Die kacken auch komplett rein. Oh! Let's fucking go, William! Karma und Bubank. Digga, es sind erst 13 Leute gestorben online, Karma Dad. Guck jetzt, sie schießen ins Auto ab. Wobei Karma 130 Leben. Ja. Oh, das ist auch noch Aqua und Noah. Oh nein. Oh. Oh nein. Zeig es mir. Geht zu Karma und splasht euch. Vadjai und Reason Dead. Das schmerzt. Von wem wurden die geholt, Digga? Reason und noch einer. Janis Kill wird geschrieben. Da oben Janis Kill gemacht. Hab nicht gesehen. Uncool. Weil du ein schlechter Umschalter bist. Boah, ja, Karma dämpft durch Aqua. Mann, ja, was macht ihr denn? Karma, bleib ruhig. Oh. Und Bubang ist auch weg vom Fenster. Warum geht er nicht in die Zone? Hm, Leute, er geht nicht in die Zone. Guck mal, wie schlecht er ist. Macht, er läuft gegen Torrent. Oh Gott. Aqua hat so schlecht. Leute, mal. Du hast eben noch 67 Leute, Digga. Guckt euch den Loot an, Hilfe. Das war, Digga, WM, ich hatte wirklich nicht so viel mit Fortnite am Hut. Ich hab's mir trotzdem, ich kannte nicht einen E-Sportler, nicht einen einzigen. Aber ich hab mir da alles angeguckt bei der WM. Boah, wurden die geknallt. Guck mal, er lässt ihn aber alles legen. Oh, wie schlau. Boah, das ist so gut, ne? Boah, was machen die? Was machen die? Eine verrückte Rotation. Digga, die fanden. Ja! Wow. Nein! Ist er tot? Nee, er ist nicht tot. Boah, wie knapp. Digga, mit einer Karre. Zack drin. Und erstmal den Fall. Nee, geil. Ich hör dann. Und ihr müsst alle belieben! Ja, warum? Weil die im Highground sind und gewinnen. Höchstwahrscheinlich. Es wird nur gesprayt, Chat. Es wird nur gesprayt. Benji wird... Oh. Er wird dort contested. Aber da will keiner ran. Letchi auch noch auf live. Auf dem Second Layer und Reif-Level hoch. Die haben schon 30 Punkte in dieser Runde gemacht. Benjamin Franklin und Mr. Savage. William down. Top 6 Situation für die Jungs. Es ist Gambit Fuß und Putrik. Gambit Fuß und Putrik, beide down und sie haben jetzt wieder Munition. Sie haben jetzt wieder Metz und sie haben sogar noch einen Flopper. Belieft noch ein bisschen. Belieft noch ein bisschen. Psycho ist down. Psycho ist down. Nur noch einer am Lowground. Und das war's. Das muss es sein. Das muss es sein. Er hat Christian Dior. Er darf sie jetzt nicht outhealen. Und ihr habt's. Sie haben's, Chat. Benji Fischi einen und neuen Killwin. Das sind das aber keine Deutschen, neuen Killwin und sie haben sich es geholt. Let's. Fucking das sind go. Legenden. Ich glaube, Janis ist jetzt so Top 10. Nicht mehr, Digga. Was? Wo sind die? Aupik, Grolz und Psycho-Clown sind auf der 1 mit 116 Punkten. Was hatten die gerade? Zeig mal. Digga, die waren Zweiter gerade, oder? Oh, also ja. Wo sind unsere Pferde? Wo sind die Pferde, Digga? Ey, Mann, wo sind die Deutschen? Kein Deutscher Jungs, in der Top 10. Ich mal Top 11. Ich will aber nicht darunter spulen, weil nicht, dass ich irgendwas spoiler. Deswegen switch ich direkt in-game rein. Nach der zweiten Runde zwei Deutsche auf 1 und 2. Nach der fünften Runde kein Deutscher überhaupt unter den Top 10. Digga, das ist so krass. So. Oh, was ist denn das? Oh, Letchy down. Let you down. Oh mein Gott. Let you down. Was hat denn Zesten dort gemacht? Keiner von den Deutschen ist Top 10. Das beste deutsche Team ist von Focus, Vortex und Jannis. Also einer von Focus ist da drin. Die sind auf der 12. Karma Kill. Karma Double Kill sogar. Bleib mal ganz kurz auf, dann switchen wir rüber. Lupo Aqua Double Kill. Bubank holt nur Areli. Das oh, ist big. Bubank. Deine MP könnte ja zum Beispiel jetzt drüben nicht so gute Hits geben. Bruder, aber eine graue AK. Damit die halt, hässlicher geht's halt gar nicht. 50er Headshot oder so. Das sind 50 Punkte für Stormsearch. Karma, alles wieder ein Kill. Also jetzt ehrlich. Ah, ich switch ja rüber. Mein Gott. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist durch für dich. Ja, Hausergebnis. Oh mein Gott. Du bist der Beste, Karma. Ich hab sogar den Finish. Oh, was macht er? Was muss er machen? Oh. Die Zone pullt back. Wie, was muss er machen? Er muss ihn holen. Er kriegt den Kill nicht. Karma hat den Kill nicht bekommen. Nee, aber egal. Aber er lebt noch. Ist egal. Geil, Bubank. War die all dead? Reason alleine. Reason alleine und below Storm Search. Fünfte Runde. Macht einen ruhigen. Geil. Oh, yes. Geil, Janis. Oh, was wird denn das?
Und die gehen jetzt erst auf Snowblond. Also ja, wenn ich nicht gleich auf deren Füße kotze. Oh, oder? Oh mein Gott, die Zone. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Der Refresh. Queasy. Queasy puppelt rum. Keine Mess. Ja. Warte, ich tu es. Auch keine Mess. Ist zu Ende. Der Drops ist durch. Er hätte ihn nicht holen sollen. Vielleicht noch ein paar Punkte. Top 4, cool. Top 4 ist krass. Top Super. 4, nice. Der hat sogar noch Christian Dior. Was wird denn das? High Ground. Der Drops ist durch, Chat. Guck ich das an. Double Edit. Dead. Ja. 9 Kills! Seid ihr dumm? Mickes Dickes! Aber Vortex und Yannis hätten ca. 20 Mal schon in Lowground gehen müssen. Dann hätten sie sogar noch fast Full Mats gehabt, to be honest. Palace 5. Runde ist durch. Und wir haben die Franzosen ganz lange nicht gesehen. Jetzt sind sie auf der 1. Futrick auf der 2. Und Vortex und Yannis als der 3, Digga. Top 3. Guck mal, jetzt 90 Leben. Ich mache eine kleine Sidewette. Bis 22.10 Uhr sterben nicht mehr als 4 Leute. Geht einer mit? 5 Gift-Subs. Ja, ja. Mach mal. Warte mal, was muss da stehen? 86, dann habt ihr gewonnen? 3 Stunden, ja. 88, einer hast du sogar noch Knock. 87. Nur noch 5 Minuten. Oh. Noch 3 Minuten. Oh, guck mal hier. Nein. Das sieht gar nicht gut aus für dich, Illigella. Flieg weg! Ja! Nein. Ist er weggeflogen. Ich bin 86. So, das ist durch. Ach, 86. Ja. Zieh einfach ab. Warum? Warum auf einmal? 87! Oh nein. 86. Mann. 86. Yannis und Vortex. 85, das Ding ist durch. Vortex dead. Das ist nicht gut. Yannis, mach die Biege. Vadial und Aqua, die müssen beide noch Top 10 heute kommen. Ansonsten ist das Ding nicht so gut für morgen. Vortex dead. Habt ihr einfach gerade, war einfach ein anderer Skin. Hammer mit dem Kill. Yannis auch dead. Lecce hat ihn gut. Oh, Lecce mit dem Kill. Karma. Das ist krass. Das ist Karma. Karma gegen Vadial. Wer ist gerade bei der WM, oder? Ey, ich war ja sogar vor Ort. Ich war sogar vor Ort bei der WM. Ja, ja. Digga, Karma gegen. Was ging an? Kann man gegen Vadial? Leider nicht. Oh! Karma holt Vadial! Der ist so geblockt auf Twitter. Digga, der da ist so wurde gerade eine Mutter beleidigt, da lege ich mich fest. Aber, ja, kannst du einfach nicht beurteilen. Oh, ich glaube, der wird mit Laser. Ohne Laser. Boah! Und jetzt ist rot. Jetzt ist er genau in der Mitte. Ja, Lobby, ja, Lobby. Ja, Spaß! Oh, Spaß! Karma in den Chat reinschreiben, wie viel Spaß du hast! Mann! So, damit ist alle vom Fokus down. Reason down, Vadial down, Vortex down, Yannis down, alle down. Oh, das ist Aqua. Oh, oh. Und ja. Digga, guck mal, wie du weckelst. Digga, die rennen da auf dich zu, ne? Und da machst du nichts. Ich bin gerade so am Scouten, ne? Kann sein, dass Mickes Dickes nachher bei Fokus ist. Das ist Franzose. Ja, Digga, Jim Appell, Elias. Achso. Die gehen auf Fight. Ja, die gehen auf Fight. Die gehen auf Fight. Mach es, Aqua. Was für ein Push, Alter. Mach es, Jams. Einfach so. Jetzt ist er schnell, wie schnell. Ja, ich glaube gestern. Deswegen heute nicht mehr. Das nervt mich immer, dass das alles immer so schnell vorbei ist. Oh ja. Sehr gut. Das macht er gut. Einfach nur Only SMG Chat. Vielleicht auch nochmal einen Pumpschuss rausballern. Double Edit. Okay. Er farmt halt einfach weg, ne? Ja. Und Noah dead. Oh. Noah und Aqua heute reingepobelt. Leider. Sind 100 Gift-Subs. Ach ja, 100 Gift-Subs. Auch. 95. Mann, Eli gewinnt einfach schon wieder, Digga. 95, schon wieder. Jungs, ne? Also, Leute, ich habe ein Gefühl, dass hier gleich irgendwie, glaube ich, eine dicke Gift-Sub-Bombe reinkommt. Ich weiß es nicht. Wollen wir darauf nicht auf morgen warten? Nee, ich will die jetzt. Ich will die unbedingt jetzt haben. Ist doch komplett unnötig, wenn ich die jetzt gifte und morgen 200 gewinne. Ja, weißt du was? Lass uns das wirklich so. Ja, okay. Ja, ist besser. Ey, Psycho-Clown auch live. Clown! Wer ist das? Keiner weiß es. Spielt morgen bei Eddie. Oder warte mal. Der ist Psycho nicht eine deutsche Ohr? Ja. Auskauf. Ja. Der ist Deutscher. Der ist heute Psycho gejoint. Der hat noch Probezeit oder so. Der darf erstmal nach dem FNCS mit 100k abdrücken. Keine Kündigungsfrist, gar nichts. Hol ihn nur. 1,5 Nio, schon dick, ne? Aber weißt du, was noch viel härter ist? Das 1v2 jetzt. Weil das können sie eigentlich nicht verlieren. Ich guck mal kurz rund. Oh, der hat einen Sub. Danke für den Sub. Ey, 1 Minute 30 noch. Das Ding ist durch. Ja, machst du nichts. Das Ding ist durch, zack. Gucken wir uns gleich die Tabelle an. Budget, also, das ist.
wirklich nice Earnings schon wieder. Also man muss auch mal festhalten hier, ne? Dass ich hier zweimal mit euch hier gibt's ab Pferdewetten da, Pferdewetten hier. Komm ich zweimal rein und mache euch nackig. Was ist denn los, Jungs? Genau, das wollte ich sehen. Zwei Wins haben die geholt. Boah. Damit sind sie auf der 1. Das ist auch krass. Klaus. Gegen Clown. Der hat heute seinen Vertrag unterschrieben. Bei wem hat er unterschrieben? Bei Psycho. Weiß ich nicht. Gibt's da ein Ausschlusskriterium noch? 2 Wochen? Widerrufsrecht. Fokus ist da. Default auf der 3. Quisi und Hen, wo auch immer die sich hergeschlagen haben. Auf der 4. Bad Sniper und Mackestickes. Auf der 5. Wen haben wir hier? Savage Benji, Joey Veno, Z Andy, Refsguard, Merstach Malibuka. Und jetzt kommen wir halt zum schmerzhaften Teil. 21. 22. Oh, Alter. Das ist so knapp gewesen. Sim. Lol, ein Punkt. Ein Punkt, lol. Digga, wegen ein Punkt. Diese kleinen... Ich hätte einfach so vorgelesen und das wäre nichts passiert. Ich hätte gedacht, ja gut. Ein Punkt, Digga, wegen ein Punkt. 400 Euro, Leute. Karma, 30. Reizen, 33. Hooker, Zessen und Chapix. Das war der erste Tag der Viewing Party. FNCS Finals, das ist das größte Turnier, was es bis dato gibt. Also in diesem Jahr, in dieser Season auch. Der Gewinner kriegt $300.000. Hier steht $150.000. Das ist aber pro Kopf. Und es haben 2 Fokus-Jungs mitgemacht. Ich meine, Vortex ist gerade 11. oder so. Das heißt, Stand jetzt würde er $10.000 mitnehmen. 20.000 fürs Team. Er war aber eine Zeit lang auch Erster. In den ersten 2 Runden war er sogar in der Top 3 oder so. Da ist was möglich. Die Jungs müssen sich nur konzentrieren und straffen. Ich glaube, Karma ist in der Top 30. Das heißt, er hätte $3.000 Earnings. Ja. Ist okay. Morgen geht's weiter. Morgen werden nochmal 6 Runden gespielt. Das ist der Plan.